Nähmaschine. Wissen Sie, was das ist? Ich habe auch geknetet. Kennen Sie das Ding hier? Was ist das? Ein Krebs, genau. Und wissen Sie, ist ein ganz, ganz besonderer Krebs. Wenn man an die Unterseite guckt, dann sieht man nämlich, dass das ein ganz besonderer Krebs ist. Das ist nämlich der Martin. Und der Martin ist jetzt da, ne? Der Martin, ne? Hallo, Martin! Ah ja! Hallo, Martin. Sag mal, Martin, du siehst irgendwie heute anders aus, ne? Also ich meine... Wo ist denn dein Rentierpulli und sowas, ne? Und die Korksandalen und... Den Rentierpulli habe ich drunter, nur die Korksandalen sind rund erneuert, ne? Ja, und warum hast du den da an? Den habe ich von Olaf. Wer ist Olaf? Kennst du nicht, ne? Olaf ist bei mir in der Männergruppe. Ach so, ja. Und sag mal, warum hast denn du so eine elektrische Gitarre plötzlich um? Ja, weißt du, ich habe mir gedacht, diese Labersongs sind auch blöd. Ich mache jetzt Rockmusik, ne? Du machst jetzt was? Ich mache jetzt Rockmusik. Du machst Rockmusik? Ja. Du? Ja, du moderierst doch auch Fernsehsendungen. Stimmt natürlich auch. Viel Spaß mit dem Martin, ne? Und das war aber nix. Das macht mich aber jetzt echt betroffen, ne? Leise flüstern die Palmen. Die waren so trocken, die haben geraschelt. Wellen liebkosen den weißen Strand. Das ist ja wohl ein bisschen übertrieben, ne? Von dem Bagger sagst du nix. Die Ölflecken hab ich heute noch in meinen Korksandalen. Ich spür deine Nähe. Du hast doch einen Sonnenbrand. Den Wind. Hör mal, du, ey, das hättest du aber auch alles beim Batik- und Vollwertkost-Teach-In in Königs Wusterhausen haben können. Das weite Meer ist ein Spiegel. Der ist auch nicht gekommen. Der Unendlichkeit. Ist doch alles total irrelevant, du. Wir hatten ein Zimmer nach hinten ohne Balkon über der Stinkeküche und das Einzige, was unendlich war, war der Weg bis zum Strand. Gib mich frei, oh, Santa Margarita, Nobile di Monte. Den Namen kann ich bis heute nicht aussprechen. Du hast mich gefangen, mich bezaubert, hast mein Herz in Ketten gelegt. Du kannst mich schon. Hast du Angst, die dunkle Wolke? Wann mir geht's? Sag mal, wieso hängst du jetzt eigentlich die Touristenpussy raus? Da unten hat sie immer was von kommunikativen Nord-Süd-Gefälle gefaselt, oder? Rot-Gold, funkelt der Wein. Ja, ja. Das Licht. War da immer kaputt? Der Karten. Carsten hieß der. So wie ich, als ich das Klo gesucht hab, weil ich so einen tierischen Durchfall hatte von deinem Funkelwein. Bei jedem wie? Zärtlichen Tanz. So Lambada-mäßig? Spür ich ihn. Wen? Deinen. Hä? Starken Arm. Ach so, ich dachte, jetzt kommt wieder der Mann als Lustobjekt. Die Welt versinkt. Ja, wie ich auf dem Surfboard. In der Glut. Blut ist gut. Der Gefühle. Es war ein irre heißes Gefühl, als dieser dämliche Ober in der Trattoria gestolpert ist und mir das Tablett mit dem brennenden Sambuco in den Schritt gekippt hat. Halt mich fest. Den hätte ich festhalten sollen. Die schöne Jute-Tasche hat der auch abgefackelt. Gib mich frei. Ach, Santa Margarita. Nobile di Monte Vulcano. Blöder Name für eine Insel. Du hast mich gefangen, mich bezaubert. Natürlich auch auf Dieter Krebs. Santa Malapa kann ja keiner aussprechen.